hier noch ein Schild rein. Und den Zug beenden. Verbannen. Spiele an Kreaturen, die es teleportieren und pflanzen. Gut. Hier gleich noch meinen Festdreher. Auch hier ist die Karte wild. Im Spiel und noch ein paar andere Karten. Und auweia! Das nennt man eine Angriffskraft. Beide gekillt, also beide haben sich gegenseitig gekillt. Also kaum zu glauben. Aber auch ich habe schon einen riesen Pool an Würfeln. Pentagon, das konnte ich jetzt kennen. Wir bringen uns schon wieder gegenseitig um. Das ist ein Wahnsinn. Wenn man um des 10. Tag, 7. Tages Nachtmanöver, da können wir für die Wachen alle Helden zu schützen. So. Mich noch ein bisschen was gespielt, damit wir ein bisschen Bonus kriegen. Scheint so, als hätte sie hier etwas geklaut. Mann, der Zirkus, die königliche Gefahr. Aber auch hier hat sie kein Glück. Hat aber ihre Aufgabe hier abgegeben.
Damit hat es auch schon ein bisschen mehr gemacht als ich. Ich hatte nämlich bisher nicht so wirklich Glück damit. Eine Feuer trifft. Also Fluch. Zwei Zügen. Spiel auf eine Gefahr. Senkt den Schwierigkeitsgrad. Und könnt Kopfgeld und verleiht sicher Straffreiheit für nur Kosten. Hier. Dann würfeln wir mal. Also es sollten auf jeden Fall zwei sein. Aber nein! 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 Ihr verbannt mich dorthin, wo ich es absolut gerade nicht brauche. Ach, ärgerlich. Gerade echt ärgerlich. Ein bisschen Tarnung, also das heißt irgendwo in den Wald. Stückel. Questgebiet, nur ich nicht. Vertrieben.
Hier gibt's wieder einen Kampf. Doppelter Todesstoß. So. Wenn wir um des 8. Tages, ich glaube 10 Tage gibt es insgesamt. Der König hat den Ansehen dann für erhalten und einen Blutpack für eine Gesundheit. So. Spiegelbild. Kampf haben Gegner minus 2 Würfel. Zwar haben wir neue Dinger kommen. Und endlich können wir die Aufgabe abliefern. Und mit einem AP wähle ich mich noch hier hin. Und den Rest hoffentlich noch zusammenwürfeln. Oder auch nicht. Zumindest haben wir ein bisschen Gold zusammen. Und wir können dann unsere nächste Aufgabe lösen. Hoffentlich bauen wir da kürzer als beim letzten Mal. Und wir haben einen, der schon versucht, beim König einzubrechen. Die Königsfalle ausgeschalten hat.
kriegst du den Falle. Vorletzte Runde ist, wenn ich es jetzt sehe. Alle Fallen werden. Alle können. Alle. Der Wahnsinn, der König ist nicht gestoppt wird. Ist ganz Aramillo in Gefahr. Tja. Das war der Part von Amarillion. Hoffe, es hat euch gefallen. Unten in der Videobeschreibung alle Links zu den abgeschlossenen Let's Plays, zu den Let's Plays. Und natürlich auch zu uns. Nein, Quatsch. Zum lieben Lunk, mit dem wir die Elder Scrolls Online Let's Playen. Okay, lassen wir es. Machen wir was für was Neues. Auf gut Deutsch, ja. Der Link zum lieben Lung ist unten. Abgeschlossen ins Play und natürlich würde mich freuen für ein Abo und einen Daumen rauf. Ich verbleibe als euer Gaming Dragon mit einem heißen Fario für diesen Part.